Spiel? Für alle, die noch nicht eingeschaltet haben, jetzt kommt das Finale. Ah, hier, die hässliche Hackfresse. Oh, das sagt mir, ich kann nicht sagen, Entschuldigung. Der wunderschöne Michael Wendler. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Just Lifestyle. Danke, wenn es Motorblocks und Lifestyle geht heute mal mit keiner Reaction. Die habe ich mal auf Donnerstag verschoben. Und zwar heute ist mir spontan am Wochenende der Gedanke gekommen, mal was Neues zu machen, was Neues auszuprobieren in Sachen Unterhaltung. Vielleicht gefällt es euch ja, ich hoffe sehr. Dann dürft ihr mal gerne das Video supporten und dann mache ich gerne nochmal einen neuen Teil davon. Und zwar heute erraten wir, ja, Influencer, ja, wichtige Leute auf Instagram anhand ihrer Stimmen. Oh, ich muss sie erraten, ich bin mal gespannt, wie viele ich schaffe. Ungefähr 15, glaube ich, wurden rausgesucht, die ich erraten muss. Ich habe sie zuvor nicht gehört, Freunde. Ja, mal gucken, ob ich mich jetzt hier voll zum Horst mache oder nicht. Ich würde sagen, nicht lang Schnack gefreut, wir starten sofort mit dem ersten. Ich mache noch meine Nachtfrisur, weil dadurch halten ja meine Locken auch über Nacht. Ansonsten würden die vielleicht auch nicht über Nacht halten. Also ich teile meine... Das ist Frau Schiffner. Drehe ich das so hoch? Nein, nicht. So zwirbel ich die und dann fixiere ich das auf meinem... Kenne ich die? Hübsch, aber... Und dann nehme ich die andere Seite und drehe die in die andere Richtung. Ich habe keine Ahnung. Und dann... Pamela Reif, Freunde, ach Gott, ja gut, da habe ich, die ist für mich nicht bekannt. Ich weiß, dass sie was mit Magic Fox mal zusammen gemacht hat, aber da habe ich echt, ja gut, Pamela Reif, ja gut, das ist natürlich, das ist schon, das war schon schwer für mich. Next. Flavio Simonetti. Yes. Ja, Flavio erkennt man, oder erkenne ich natürlich, ihr wisst ja, also die, die mich verfolgen, wissen das ja. Wir haben zusammen ja auch ein Video gedreht, der Flavio und ich, für Buddy Kitchen. Das war richtig cool und über Flavio Coach Carter, die meisten von euch wissen das vielleicht, in Sachen Fitness, Gym, da bin ich ja bei ihm sehr aktiv, also da laufe ich über ihn und daher kennt man ihn natürlich, den guten Flavio. So, nächstes. Bin der hier noch ein bisschen... Ja, das ist unser Livestream-Sender. Das ist Jerry, ein cooler Typ, wie ich finde. Mit seiner Eve da, wie sie mit ihrem Van immer durch die Welt touren. Sehr beneidenswert zum Teil auch, was sie alles eben sehen dürfen. Welche Chance sie haben. Das ist echt klasse und habe ich ja auch dazu zu meinem Geburtstag ja ein cooles Kochbuch von ihm bekommen, wo richtig coole Rezepte drin sind. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal was auf meinem Instagram-Account nachkochen. Hier ist nochmal eingeblendet, Freunde. Dürft ihr mir auch gerne da folgen, um es nicht zu verpassen. Und ja, cooler Typ auf jeden Fall. Sehr inspirierender Instagram-Account und ja. So, guten Morgen, meine lieben Freunde. Ist ein wunderschöner sonniger Tag wieder. Palmen. Den kenne ich. Ich hoffe, in Hamburg geht es euch gut. Ich hoffe, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt geht es euch gut. Ich war jetzt kurz ein bisschen Trinken kaufen, danach muss ein paar Sachen erledigen. Ich kenne den Typen, ich kenne die Stimme, aber ich. Hinter der Kamera wird sich schlapp gelacht, ich weiß aber, bestimmt ist es so peinlich. PTF. Guckt euch das an, Niki, oh. Ich hab keine Ahnung. Time in Death Suit. Ja, wie gesagt, Freunde, es ist immer so, das ist total schwer, wenn man eben nur die Stimme hört und man hat aber dazu kein Bild. Es ist ultra schwer. Es sieht jetzt vielleicht so einfach aus, aber es ist... Simon Desjua, ja gut, aber ich befasse mich auch mit dem dementsprechend nicht so häufig, weil da ist mir die Stimme auch nicht so gebräuchlich. Aber okay, cool. 9, 11, wieder wohl. 14, diese Stimme, 14. Die erkennt man sofort, Alter, diese Stimme. 9, hammermäßig, du. Also, ja, nee, komm. Nächster oder nächste. Freunde, ich habe gerade was bekommen und zwar einmal das... Ach, bin ich! Ja, das bin ich. Ja, das war meine Geburtstagsstory oder die Story von gestern, Freunde, ja. Ja, das war echt. Da habe ich das Kochbuch ja, vorgestellt. Back in meiner Story. Erstmal natürlich hoffe ich jeden Tag, dass es euch gut geht, dass ihr einen tollen Start in den Tag hattet. Ah, hier. Ach, wie heißt sie? Dann Kopf hoch. Ach Mann, ach, jetzt kommen wir auf den Drecksnamen nicht. Ah, wie heißt sie denn? Diese Tante da aus Österreich da, wie heißt sie? Heute nicht Claudia Schiffer, sondern hier, die heißt auch da,
Lisa Marie M. Schiffner. Ja. Ja, so. Meine Güte. Alter Schwede. Ich und Namen. So. Ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Ah, hier, das ist hier das Mandox-Model. Stephanie Davis. Ja, das ging schnell. Wissen alle, wo du bist? Wo wir sind? Die sind bei. Ja. Denn sie wissen nicht, was passiert. Für alle, die noch nicht eingeschaltet haben, jetzt kommt das Finale. Hier, die hässliche Hackfresse. Oh, das sagt mir, ich kann nicht sagen, Entschuldigung. Der wunderschöne Michael Wendler. Mit seiner Laura Müller, natürlich. So, nix. Friends in the Pants. Wir hoffen, euch geht's gut. Ah, hier. Perfekt, passt dazu. Ich weiß es. Stopp. Das ist ganz klar. Ich weiß es hier. Millie und Marc. Also Marc weiß nicht zu hören, aber es war die Millie. Next. Gibt es noch einen kleinen Shopping-Haul. Das heißt, wenn euch irgendetwas gefällt von den Klamotten, die ich euch jetzt zeige, müsst ihr einfach nur hochswipen und dort findet ihr alles Weitere. Let's go. Das ist doch die hier. Wie heißt die? Yvonne Ferrer und ja, das ist doch... Yvonne... Nicht erschrecken, liebe Freunde, weil ich so cool aussehe. Ah, hier, das ist doch Mr. Julian Bann. Richtig? Ja. Guten Morgen, Leute, ich bin schon in den Welten unterwegs. Es ist 10.37 Uhr und um 12 Uhr kommt mein neues Video online. Ich glaube es nicht, ihr glaubt es nicht. BTF, wer ist das? Aber es ist tatsächlich der Fall. Kann ich das nochmal hören, bitte? Guten Morgen, Leute, ich bin schon in den Welten unterwegs. Es ist 10.37 Uhr. Was für Welten? Und um 12 Uhr kommt mein neues Video. Warte. Ich glaube es nicht, ihr glaubt es nicht, wir glauben es alle nicht, aber es ist tatsächlich der Fall. Hab keine Ahnung. Wer? Julia Butz. Keine Ahnung. Ich weiß nur, die war mal bei uns in Hamburg in der Europa-Passage und hat so das Buch unterschrieben. Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Ich weiß nur, dass sie ziemlich jung ist und ziemlich erfolgreich ist, aber was sie macht, so wirklich, also ist auch so, glaube ich, Fashion, Beauty, Lifestyle-mäßig, ne, unterwegs. Ja. Jo, keine Ahnung. Das Letzte. Oh ja, jetzt muss ich mich dran halten. So lieb, der Juli ist heute Morgen ganz leise mit dem Leo aus dem Schlafzimmer rausgegangen. Der kommt immer morgens noch zum Schmusen was zu uns und hat mich einfach liegen lassen und ich habe so lange geschlafen können. Das war das war recht simpel. Ich hab's nicht gecheckt, Freunde. Ihr habt's bestimmt schon gewusst. Das ist natürlich die wunderbare Bibis Beauty Palace. Ja. Eben nicht gepeilt, Freunde, aber ihr habt bestimmt schon hier. Als ich meinte, ihr Juli hat sie geweckt. Also, Freunde, ja, das war dann easy. Haben wir noch einen? Okay, wir haben keinen mehr, Freunde. Ja, wenn euch dieses kleine, kurze Video gefallen hat, ich rate Influencer anhand ihrer Stimme, dürft ihr gerne den Daumen nach oben penetrieren und auch gerne den Abo-Button drücken, damit ihr kein neues Video mehr verpasst und denkt dran, Glocke an Ehrenmann. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall Donnerstag wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Da gibt es auf jeden Fall eine Reaction und diese Woche gibt es auf jeden Fall noch ein Fashion-Haul-Video, Freunde. Alles Weitere ist unten verlinkt, Social Media und das letzte Video noch. Am Sonntag, Freunde. Alles klar, Freunde. Ich bin raus. Aus dem Haus, euer Jo. Ciao.